Das Hechmel-Studio ist einmal unterwegs, um interessante Filme zu präsentieren. Am 16. Mai 2018 waren wir in Walpole, um einmal den Panabora-Park vorzustellen. Das Herzstück des Naturerlebnisparks bildet der 40 Meter hohe Aussichtsturm, von dem man auf der Aussichtsplattform in 34 Metern eine berauschende Aussicht über das Bergische Land genießt. Auf einer Lauflänge von 1635 Metern inklusive des Aussichtsturms führt er auf einem Rundkurs durch die verschiedenen Baumvegetationszonen. Die Ausstellung bietet Erlebnisse für Menschen allen Alters. Mit Hilfe von 6 interaktiven Lern- und Erlebnisstationen erfahren die Besucher Spannendes und Wissenswertes über die Natur des Bergischen Waldes und welche Rolle der Mensch dabei spielt. Den jungen Besuchern wird dieses Wissen spielerisch vermittelt. Dies sind die 6 Stationen der Ausstellung. Vom Urwald zum Wirtschaftswald. Der Baum ist tot, es lebe der Baum, der Wald schläft nie, vom Wald leben, Vorsicht, Stockausschlag und Wandel der Landschaft. Platz für Spaß und Abenteuer gibt es auf dem Abenteuerspielplatz, im Spieltunnel und im Heckenirrgarten. Wer mit allen Sinnen in Natur und Kultur eintauchen möchte, kann die Nacht in den Bäumen verbringen oder wahlweise in einem der 3 sogenannten globalen Dörfern übernachten. Den Besuchern stehen insgesamt 170 Übernachtungsmöglichkeiten in asiatischen Jurten, afrikanischen Lehmhütten oder südamerikanischen Stelzhäusern zur Verfügung. Hierfür braucht man allerdings den Mitgliedsausweis des Deutschen Jugendherbergwerks. Diese Ausstellung wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen.
Gut. Was schaust du? Wunderbar. Genau, ganz toll.